Schwermut. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Schwermut, eine Tugend, eine Fähigkeit. Wie kann das sein? Würde man sagen, Schwermut ist eine Tugend? Ja, ich behaupte ja. Die Fähigkeit zu Schwermut ist etwas Gutes. Grundsätzlich, jede geistige Fähigkeit hat auch ihre Vorteile. Leichtsinn, ein Leichtsinn mag zwar etwas Gutes sein, aber manchmal braucht es auch Schwermut. Schwermut kommt natürlich aus den Worten schwer und Mut. Mut steht in dem Fall nicht für Tapferkeit, sondern Mut steht für Gemüt. So gibt es ja auch Edelmut. Es gibt natürlich auch Mut und es gibt viele andere Formen von Mut im Sinne von Stimmung, im Sinne von Gemütsverfassung. In diesem Sinne eben auch Schwermut ist eine schwere Gemütsverfassung. Schwermut kann angemessen sein. Also angenommen, du hast einen Verlust erlitten. Angenommen, du bist durch schwierige Phasen gegangen. Dann ist Schwermut etwas Gutes. Die Natur hat die Fähigkeit zum Schwermut eingerichtet, sodass du für eine Zeit lang dich etwas rausholst aus den Aufregungen des Alltags. Dass du nicht jedem Vergnügen nachgehst, dass du nicht jedes Angebot zur Kommunikation gleich erwiderst. Schwermut heißt, du sinkst etwas nach unten, du gehst in die Tiefe, du gehst auch in die Tiefe deines Unterbewusstseins. Du lässt dich nicht mehr so sehr ablenken von allem Möglichen. Schwermut ermöglicht die Verarbeitung von Prozessen. Wenn du also das nächste Mal in Schwermut kommst, dann überlege dir, ja, sollte ich das einfach eine Weile erlauben? Sollte ich es ermöglichen? Manchmal gibt es so eine Diktatur des positiven Denkens. Menschen wollen immer gut drauf sein, positiv sein, voller Freude, voller Energie, voller Tatendrang und so weiter. Und manchmal in meinen Vorträgen ermutige ich dich ja sogar dafür. Aber manchmal braucht es auch als Gegenpol Schwermut. Und den kann man auch bewusst aushalten, man kann ihn bewusst erleben, man kann ihn auch bewusst nutzen. Du musst ihn jetzt nutzen, was will ich jetzt mit dem Schwermut anfangen? Sei im Sinne von Vertrauen haben. Meine Psyche hat schon Gründe dafür. Und jetzt habe ich halt guten Grund für einen gewissen Schwermut. Manchmal kannst du auch so sagen, ja, ich habe gerade Schwermut. Ich habe gerade einen Verlust erlitten. Ich bin gerade enttäuscht worden von einem Menschen. Und das ist auch gut so. Nicht gut so, dass ich Enttäuschung erlebt habe, aber es ist gut, dass ich jetzt einen gewissen Schwermut habe. Indem ich jetzt den Schwermut habe, kann meine Psyche sich damit beschäftigen. Und ich weiß, schon bald wird in meiner Psyche neue Kraft und Energie kommen. Ich werde bald wieder neue Inspiration haben. Ich werde bald neue Freude haben und wieder mit neuem Engagement Dinge anzugehen. Aber jetzt in diesem Moment erlaube ich mir die Schwermut. Ich erlaube auch meinen niedergeschlagenen Gedanken freien Raum zu haben. Ich erlaube es mir, die Traurigkeit zum Ausdruck zu bringen. Ich erlaube es mir, nachzudenken, zu grübeln über Dinge, die nicht okay sind, was schiefgelaufen ist. Und das ist gut. Aber ich weiß auch in der Tiefe meines Wesens, schon während ich mich mit der Schwermut beschäftige, kommt neue Kraft und Energie auf. Meine Psyche hat Selbstheilungskräfte. In mir ist immer die Freude. In mir ist eine Quelle von Licht. In mir ist eine Quelle von Energie. Und schon bald wird diese Energie und diese Freude wieder durchbrechen. Aber jetzt in diesem Moment ist Schwermut da. Und das ist gut so. Das ist eine Weise, damit umzugehen, indem du zum einen anerkennst, was jetzt ist, ist gut, aber indem du auch schon dich positiv stimmst für die Zukunft. Es gibt natürlich noch vieles weitere zum Thema Schwermut. Natürlich, wenn ein Schwermut über Gebühr lang anhält und wenn Schwermut entsteht, ohne dass wirklich ein äußerer Grund da ist, wenn Schwermut, Niedergeschlagenheit, Depression da ist und dich lähmt, dann kann man auch etwas dagegen tun. Und da findest du ja auch bei Yoga Vidya eine Fülle von Informationen. Insbesondere gibt es den Depressionspodcast. Musst du nur schauen im Internet. In der Suchmaschine kannst du schauen. Depression, Podcast, Zuckerdev. Da gibt es einen großen, langen Podcast, der dir helfen kann, mit Depressionen anders umzugehen.
Es gibt einige Videos über Depression und Niedergeschlagenheit. Wir haben viele Seminare, die helfen können, über Depression hinauszuwachsen, Niedergeschlagenheit, Niedrigenergiephasen. Und natürlich gibt es auch Internetseiten, wo das genauer beschrieben ist. Geh einfach auf unsere Internetseite www.yoga-vidya.de. Dort findest du ein Suchfeld, dort kannst du eingeben Depression oder Niedergeschlagenheit, Trauer. Und dort bekommst du einige Tipps, wie du damit umgehen kannst. Aber ein wichtiger Tipp ist, begreife die Schwermut auch als eine geistige Fähigkeit. Begreife auch die Fähigkeit zur Schwermut als eine Tugend. Oft reicht es aus, das zunächst mal so zu sehen, dann kannst du entspannen. Dann ist eine Weile Schwermut da und schon bald bekommst du neue Freude. Nur dann, wenn es zu lange dauert oder auch überproportional ist, dann suche dir Hilfe, zum Beispiel auf den Yoga-Vidya-Internetseiten, zum Beispiel mit einem Seminar oder natürlich auch suche dir professionelle Hilfe, wenn es wirklich sehr tiefgehend und tiefgreifend ist.